Doha, Metropole und Mischung aus Modernität und Geschichte. Katar will Traditionen bewahren und zugleich Innovationen fördern. Labyrinthische Gassen der Souks locken Besucher an, Altes und Neues koexistieren nahtlos. Die hochmodernen Sportstätten Katars sind globales Zentrum für Wettkämpfe. Kinder sind zu den Weltmeisterschaften eingeladen, um neue Judoka zu begeistern und die einheimischen Athleten anzufeiern. Die fünffache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Clarisse Akbegenou zeigte sich in typischer Topform. Mit Armlocks und Würfen bahnte sie sich den Weg ins Finale, das sechste Gold als Ziel. Andreja Leski aus Slowenien sicherte sich zum zweiten Mal einen Platz in einem Weltfinale, wie auch schon vor 2 Jahren. Auch in ihrem 8. Weltmeisterschaftsfinale spielte Akbegenou die Hauptrolle. Sie dominierte den Kampf mit Würfen und Haltegriffen und sicherte sich so ihren 6. Weltmeistertitel. IGF-Exekutivmitglied Jean-Luc Rouget überreichte die Medaille. Ich bin wirklich stolz darauf, wieder Mutter geworden zu sein und heute meine 6. Goldmedaille zu gewinnen. Ex-Weltmeister Matthias Kass ist nach Doha gekommen, um sich seinen Titel zurückzuerobern. Er stürmte durch die Vorrunden und war schon auf dem Weg ins Finale. Doch die Auslosung bescherte ihm den amtierenden Weltmeister Tatu Krigashvili, der seinen Titel so einfach nicht hergeben wird. Für die Rivalen war es das 3. WM-Finale in Folge und einer der am meisten erwarteten Kämpfe des Wettbewerbs. Krigashvili ließ nicht locker und holte sich mit einem Vasa-Ari seinen Titel zurück. Seine Medaille wurde von IGF-Vizepräsident Dr. Laszlo Todd überreicht. 2021 habe ich hier die World Masters gewonnen und es ist eine besondere Stadt für mich geworden. Jetzt habe ich meinen Weltmeistertitel hier verteidigt und ich hoffe, dass ich für weitere Medaillen hierher zurückkommen werde. Vielen Dank an Katar und an Doha. Morgen werden 2 weitere Weltmeister in Doha gekrönt, in der Stadt mit ikonischer Architektur, die für Katars Innovationsgeist steht. Katar zieht nicht nur die Judo-Welt mit seiner Einzigartigkeit in seinen Bann. Es ist ein bemerkenswertes Reiseziel zwischen Tradition und Fortschritt. Bleiben Sie dran!